Hallo zusammen und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Franka und ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. In dem heutigen Video zeige ich euch wieder ein Unboxing und zwar von der brandaktuellen InStyle-Box. Das ist die Frühlingsedition, die mich gerade erreicht hat. Die soll einen Wert von über 120 Euro haben. Die hat immer so einen guten Mix aus Beauty-Trends, Lifestyle, Food-Artikeln. Und wenn ihr jetzt sehen wollt, was da drin ist und ihr auch eine Box gewinnen wollt, dann bleibt dran, viel Spaß und los geht's. So ihr Lieben, dann starten wir erstmal mit den Details zu der Box. Die InStyle-Box ist eine Beauty-Trend- und Lifestyle-Box. Die kommt nur viermal im Jahr, immer passend zu den Jahreszeiten. Sie kostet ab 27,95 Euro und ihr könnt mit meinem Code FFSPRING 50% auf die erste Box im Halbjahres- oder Jahresabo sparen. Ein Halbjahresabo bedeutet ja im Endeffekt nur zwei Boxen, ein Jahresabo vier Boxen. Es lohnt sich im Jahresabo auch mega, weil dann zahlt ihr unter 100 Euro als Beitrag quasi insgesamt und die erste Box hat ja schon einen Wert von 120 Euro. Also ist ein mega cooler Deal. Ihr könnt aber auch ein Halbjahresabo wählen. Dann kostet die Box zweimal hintereinander 28,45 Euro. Und auch da könnt ihr auf die erste Box 50% sparen. Ich verlinke euch alle Details nochmal unter dem Video. Ich habe aber natürlich auch einen Code für das flexible Abo. Der heißt FFSPRING25 und damit könnt ihr 25% auf die erste Box sparen. Dann kostet die so rund 22,50 Euro. Dann könnt ihr das Ganze einfach mal ausprobieren. Auch da habt ihr einen riesigen Preisvorteil, weil die Box ja, wie gesagt, 120 Euro wert haben soll. Aber ich zeige euch jetzt erstmal, was da drin ist und dann könnt ihr euch selbst ein Bild machen. Und wenn ihr dann an meiner Verlosung teilnehmen wollt, schreibt mir einfach einen lieben Kommentar, welches Produkt hat euch am besten gefallen und auch gerne den Hashtag InStyle und schon wandert ihr in den Lostopf. Ich drücke euch dafür natürlich die Däumchen. Ich würde mich auch selbst sehr über einen Daumen nach oben freuen und wenn ihr den Kanal abonniert, um keine Videos mehr zu verpassen. Und dann würde ich sagen, wir starten jetzt. Viel Spaß und los geht's. So, dann öffne ich die jetzt erstmal. So sieht das Ganze übrigens aus. Hier kommt natürlich auch ein Heft mit, da stehen die ganzen Produkte drin. Allerdings sind hier keine Preise drin. Und dann würde ich vorschlagen, wir starten einfach mal. Ich greife hier mal rein. Guck mal, so sieht das aus. Die ist wirklich prall gefüllt. So, und das erste Produkt, was ich hier direkt sehe, ist von Q&A, ein Zink-PCA Gesichtsserum. Das finde ich ja super spannend. Sowas hatte ich, glaube ich, noch nicht. Und die Wirkung soll anscheinend anti-age, beruhigend, Poren minimierend, Kollagen aufbauend, straffend und feuchtigkeitsspendend sein. Und der Hauttyp, für den das am besten geeignet ist, ist fettige Haut, gestresste Haut, normale Haut und Mischhaut. Zink-PCA fördert die Hauterneuerung und minimiert die Porengröße, verbessert die Feuchtigkeitsversorgung und die Elastizität der Haut. Ich glaube, das ist ein ideales Serum für meinen Mann und auch für mich in diesem Bereich, weil das ist so der Bereich, wo ich so ein bisschen vergrößerte Poren habe. Und ihr könnt übrigens auch solche Serien natürlich nur punktuell auftragen. Also ich würde mir das jetzt zum Beispiel nicht aufs gesamte Gesicht auftragen. Zum Beispiel an der Stirn sieht man meine Poren kaum. Da habe ich eher so feine Linien und Fältchen und die ist auch nicht besonders fettig bei mir. Ich habe wirklich nur so fettige Stellen hier zwischen den Augenbrauen, ab und zu mal am Kinn. Und genau da würde ich das auftragen und nirgendwo anders. Es sieht richtig hochwertig aus, vor allen Dingen so, als ob es wirklich was kann. Und hier hinten schreiben sie auch noch was zu dieser Marke. Q&A, Questions and Answers, ist eine auf hochwertige Inhaltsstoffe ausgerichtete Hautpflegemarke aus Großbritannien mit dem Ziel, Hautpflege verständlich zu machen. Unsere Hautpflege-Checkliste hilft dir, die richtigen Produkte für deinen Hauttyp und dein Hautproblem zu finden. Also ich finde das super spannend. Zink wird sehr viel Positives, gerade in Bezug auf fettige Haut nachgesagt und das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. So, und als nächstes Produkt habe ich hier etwas, das ist tatsächlich eher für die trockenere Haut, vor allen Dingen für den Augenbereich gut geeignet, denn das ist eine Hyaluron-Koffein-Hanföl straffende Augenpflege von Beauty Love selbst, denn die haben ja so eine Naturkosmetikmarke entwickelt. Ich hatte euch das auch mal gezeigt, ich hatte da schon einige Produkte von ausprobiert, ein paar waren auch schon in Boxen drin und das ist richtig gut, denn das strafft und vor allen Dingen, wenn ihr so ein bisschen geschwollene Augen habt, minimiert das das auch durch das Koffein. Mir hat das super gut gefallen. Das ist zertifizierte Naturkosmetik zu 99% aus natürlichen Inhaltsstoffen. Diese Creme ist halt schön reichhaltig. Für mich ist sie perfekt für abends. Unter Concealer ist sie mir ein bisschen zu reichhaltig, weil meine Haut halt nicht total trocken ist. Aber wenn ihr eine super trockene Haut habt, dann könnte das absolut genial für euch sein. Zumal hier auch noch Koffein drin ist aus grünem Kaffee, was einfach abschwellend ist und so ein bisschen straffend wirkt und die Haut dadurch auch so ein bisschen glättet. Optimale Augenpflege für tagsüber und abends, je nach Hauttyp, müsst ihr mal gucken.
gucken, wie ihr es gut vertragt. Wow, als nächstes haben wir ein richtiges Highlight drin. Und zwar von Rodial oder Rodial. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall ist das ein Banana Lowlighter. Sowas habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Banana Lowlighter, ein von innen heraus strahlender Ton. Gesunde Ausstrahlung, weiches Highlight, frisch aussehende Haut. Okay, ich teste das einfach mal. So sieht es aus. Ein bisschen wie ein Concealer. Ja, und das ist auch ein Concealer. Ich würde das als Concealer verwenden. So schaut es aus von der Farbe her. Und ich lese euch jetzt direkt mal vor, was hier steht. Erschaffen Sie mit dem revolutionären Lowlight einen Glow zum Verlieben. Dank der tonverbessernden Formel wirkt Ihre Haut gesünder und strahlender. Zudem korrigiert er mit einem gelben Unterton dunkle Ringe unter den Augen und hält Bereiche des Gesichts auf für einen natürlichen Glow-Look. Das finde ich richtig klasse. Ich bin mal gespannt, wie die Konsistenz ist. Es ist auch schön deckend, ne? Es kriecht nicht in die Fältchen. Das sehe ich auf der Hand schon, weil wenn ein Produkt zu deckend ist und in Fältchen kriecht, sieht es bei mir meistens auch schon auf der Hand ein bisschen krustig aus. Das ist jetzt hier gar nicht der Fall. Das sieht richtig gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr das so erkennen könnt. Man sieht auf jeden Fall eine Deckkraft, ohne maskenhaft zu wirken. Das sehe ich direkt. Ich werde das einfach demnächst mal auf Instagram ausprobieren. Folgt mir gerne auch da. Da mache ich auch manchmal so kleine Shorts und dann kann ich das Ganze mal testen. Und ich mache auch jetzt ab und zu einmal alle 2 Monate, einmal im Monat so ein Testvideo von Produkten aus Beautyboxen, wo ich sowas auch mal ausprobiere. Und das werde ich garantiert als nächstes auch mal testen, weil das sieht richtig schön aus. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Finde ich richtig cool. So, dann machen wir aber direkt mal weiter. Das nächste, was ich hier habe, ist etwas, was ich schon in der Sneak Peek ein bisschen geteasert habe. Und zwar ist das eine Handcreme von Marc Jacobs, die Perfect Intense. Diesen Duft habe ich schon mal gerochen. Der riecht total schön. Jetzt bin ich mal mega gespannt. Die intensive Version kenne ich noch nicht. Und wenn es eine Handcreme ist, kann ich es ja direkt mal ausprobieren hier. Ich glaube, das riecht sehr nach Blüten und ein bisschen süß. So sieht's aus. Erstmal verteilen. Oh, das ist ein so angenehmer Geruch. Wow. Ich würde mal sagen, weiße Blüten, ein bisschen Süße, irgendwas total cremig Süßes. Das riecht so angenehm. Boah, ich kriege so ein bisschen leicht Appetit, muss ich sagen. Hammer. Also man könnte auch sagen, dass es so ein bisschen Dessert-Vibes gibt mit ein bisschen floralen Noten. Das riecht richtig gut, muss ich sagen. Und es zieht extrem schnell ein. Also man hat kein fettiges Gefühl auf der Haut. Ideale Frühlingshandcreme. Das ist wirklich richtig, richtig schön. Noch dazu sieht sie auch toll aus. Die wird direkt in meiner Handtasche wandern. Liebe ich. So, dann habe ich hier etwas, da bin ich sehr gespannt, was das ist. Das kommt in so einem Samtsäckchen. Sophie Rosenburg, eine Wimpernzange. So schaut die aus, sieht super hochwertig aus. Vor allen Dingen nicht so fipslig, sondern so ein bisschen robuster. Die wirkt nicht so, als ob sie gleich auseinanderfällt. Und man hat hier einen guten Grip. Ich nutze jeden Tag eine Wimpernzange. Das ist für mich elementar wichtig, weil meine Wimpern ansonsten wirklich gerade nach unten gehen, wenn ich die nicht verwende. Und deswegen, da freue ich mich immer drüber. Schön, es liegt wirklich sehr gut in der Hand, muss ich sagen. Und die werde ich sehr gerne verwenden. Als nächstes haben wir hier was drin, das hatte ich schon mal, habe es aber noch nicht ausprobiert. Viele von euch haben mir aber gesagt, dass das extrem gut funktioniert. Und zwar ist das von Syos eine Augenbrauenfarbe. Das Ergebnis soll in 5 Minuten sichtbar sein, ohne abfärben und verwischen. Und es hält bis zu 4 Wochen. Also das ist wirklich richtig krass. Und dieses Kit hält wohl auch für 10 Anwendungen. Jetzt ist die Sache, das ist die Farbe hellbraun. Das passt wahrscheinlich nicht so ganz für mich. Ich mag es lieber, wenn die Augenbrauen so ein bisschen aschiger sind vom Unterton. Wenn die zu warm sind, gefällt mir das nicht für meinen Blond. Ich mag das auch eher kühler. Ich muss mal gucken, was die ansonsten noch für Farben haben. Müsst ihr mal gucken, ob ihr das ausprobieren könnt für euch. Wie gesagt, ich mag es halt einfach lieber ein bisschen aschiger. Ansonsten fände ich das Produkt ziemlich cool, muss ich ehrlich sagen. Ich muss mal gucken, ob ich noch eine andere Farbvariation davon finde und dann gebe ich das einfach weiter. So könnt ihr es natürlich auch machen, ne? Die Rückmeldung, die ich dazu bekommen habe, die waren richtig gut. Also das soll anscheinend wirklich sehr, sehr gut funktionieren. Das nächste, was ich hier habe, das finde ich auch richtig toll. Und zwar ein Lippenstift von Catrice, der mega stylisch ausschaut. Und die Farbe nennt sich Shine Bomb Nummer 50. So schaut der aus. Der ist so ein bisschen rosa. Ich swatche ihn einfach mal. Das ist ein richtig toller Farbton. Toll tragbar. Ich schaue mal gerade, ob jeder diese Farbe bekommt. Das ist tatsächlich eine Farbe, die in jeder Box drin ist. Die nennt sich Rosy Overdose. Und das ist extra eine pflegende Textur, die so ein ganz weiches und geschmeidiges Gefühl hinterlassen soll und vor allen Dingen ein hochglänzendes Finish hat. Ich werde mir das einfach mal on top auftragen. Ich tupfe meinen Lippenstift nur mal ein bisschen ab. Und dann gucken wir uns mal an, wie das auf den Lippen ausschaut, weil ich finde es richtig schön auf der Hand. Das ist so ein
richtig schönes, warmes Rosa. Übrigens, schaut mal, wie toll dieser Lippenstift hier ausschaut. Ist zwar nicht so viel drin, merke ich gerade. Ist ja wenig drin, ne? Also der ist jetzt voll hochgedreht. Das sieht aus wie so ein halber Lippenstift. Aber diese Struktur da dran ist ziemlich schön, ne? Oh, der gleitet so toll über die Lippen. Also das ist ein idealer Lippenstift, so für die Handtasche, für schnell, für unterwegs und einfach nur mal schnell sich was auftragen möchte. Da ist das wirklich sehr komfortabel. Passt jetzt nicht so ganz zu meinem roten Oberteil, aber fühlt sich sehr geschmeidig an, richtig angenehm auf den Lippen. So, ich mache einfach mal weiter. Und zwar das nächste, was ich hier sehe, ist von Schwarzkopf ein Shampoo. Und zwar eins für normales bis trockenes Haar. Das nennt sich Tri-Bond Hydrate Technology Fiber Clinics. Ich lese euch mal vor, was das kann. Auch das kommt mir etwas bekannt vor. Das reinigt trockenes und brüchiges Haar sanft und verknüpft dabei innere Haarverbindung. Zudem gleicht es den Feuchtigkeitsgehalt aus und verbessert die Handbarkeit. Finde ich grundsätzlich ziemlich gut, allerdings habe ich einen sehr fettigen Ansatz. Deswegen, ich probiere es glaube ich mal aus, aber ich glaube, wenn es für trockene Haare geeignet ist, wird es wahrscheinlich mir zu reichhaltig sein. Aber nicht jeder hat ja fettige Haare, nur bei mir ist es wirklich katastrophal, muss ich ehrlich sagen. Aber grundsätzlich freue ich mich eigentlich immer darüber, ein Shampoo auszuprobieren. Ich werde euch updaten, ob es für mich funktioniert hat oder nicht. Und dann schauen wir einfach mal, ne? Oh, dann haben wir hier etwas. Das ist allerdings ziemlich cool. Das kann ich verwenden. Und zwar von Schwarzkopf und Taft und Gliss. Ein Frizz Away Anti-Frizz Entwirrungsserum. Sieht richtig schön aus von der Verpackung erstmal. Und ich mag solche Serien total. Das ist ein Pre-Styling-Serum mit Gliss-Technologie. Mit Anti-Statik-Effekt und bis zu 24 Stunden Frizz-Kontrolle. Vor dem Styling eine kleine Menge auf das feuchte oder trockene Haar auftragen, bevor man sich die Haare stylt, dass man die Haare so ein bisschen entwirren kann. Sowas brauche ich total. Ich lese nochmal, ob da noch was Spezielles dazu steht. Ja, es ist auch extra geeignet für eine leichte Kämmbarkeit. Sowas finde ich immer gut. Und es ermöglicht eben so Frizz-Kontrolle, dass die Haare nicht so frizzy ausschauen. Ich trage mir einfach nur mal ein bisschen was hier auf, um daran zu riechen und wie so die Textur ist. Es ist also nicht wie ein Öl, sondern es läuft runter wie so ein leichtes Gel. Oh, das riecht super. Oh, das riecht sehr, sehr gut. Sowas mag ich schon mal. Ich weiß nicht, ob ich mir noch ein bisschen was hier drauf geben kann. Fühlt sich nicht so sehr beschwerend an. Ganz leicht. Es hat einen ganz angenehmen Geruch. Das ist mir auch immer total wichtig bei so Haarpflegeprodukten. Aber das werde ich sehr gerne verwenden und ausprobieren. Vielleicht mal hier in Kombination damit. So, dann haben wir einen kleinen Block. Und zwar Dreams Will Come True. Sowas kann ich immer gut gebrauchen, weil ich hier meistens irgendwie einen Block noch liegen habe, um mir auch nochmal so ein paar Gedanken zu notieren oder einfach auch einen tollen Rabattcode für euch. Wie gesagt, nicht vergessen, 50% Rabatt könnt ihr auf die erste Box sparen. Und ich denke mal, jeder braucht mal einen kleinen Einkaufszettel oder irgendwie eine Erinnerung, die man sich aufschreibt. Und sowas kann ich gut gebrauchen, ne? Und in der InStyle-Box ist immer auch so eine kleine Deko, Accessoire, irgendwas zum Wohnen. Finde ich total süß. So, und auch meistens etwas zum Essen. In dem Fall ist es nichts zum Essen, sondern was zum Trinken. Und das wird meinen Mann mega freuen, denn das ist ein milder Filterkaffee mit zarter Kirschnote. Und eine mega süße Verpackung. Das ist der absolute Hammer. Die Intensität ist 2 von 5 Bohnen, die Säure ist 3 von 5 und die Röstung ist 2 von 5. 100% Arabica-Bohnen, Projektkaffee aus Honduras und Peru und Kaffee aus Äthiopien. Und die unterstützen den Aufbau von Kitas, Hilfe bei nachhaltigem Anbau. Oh, das ist ja toll. Beans Brothers Friends. Also da wird 50 Cent an ein Hilfsprojekt gespendet. Wenn man dazu noch einen leckeren Kaffee hat und auch was Gutes tut, finde ich das doch eine tolle Sache. Den werde ich sehr gerne ausprobieren und dann werden wir direkt mal den nächsten Kaffee damit kochen. Also summa summarum wieder eine richtig schöne Box. Ich zeige euch jetzt noch mal ganz kurz die Produkte im Schnelldurchgang und blende euch dann den Gesamtwert ein. Also einmal den Filterkaffee, volle Größe, finde ich richtig toll. Dann einmal eine super gut duftende Handpflege von Marc Jacobs. Einen schönen Lippenstift von Catrice in einem wunderschönen zarten Rosaton, seht ihr hier. Dann ist eine Originalgröße Augenpflege von Beauty Love mit dabei. Ein Frizz Away Serum von Gliscur und Taft. Dann ist Augenbrauenfarbe von Syos mit dabei. Es könnte allerdings sein, dass ihr da andere Farben drin habt. Ich gucke da gerade mal nach. Ja, das gibt es nämlich auch als dunkelblond, dunkelbraun und schwarz. Also da könnt ihr theoretisch eine von 4 Farben drin haben. Dann dieses coole Zinkserum. Da bin ich auch sehr gespannt. Das werde ich zusammen mit meinem Mann ausprobieren. Dann ein Shampoo, ein Wimperncurler.
Sowas kann ich richtig gut gebrauchen. Ein kleiner Notizblock, wo man seine ganzen Träume notieren kann oder einfach einen Einkaufszettel machen kann. Dann haben wir diesen Lowlighter von Rodial. Da bin ich sehr gespannt. Also auf der Hand sah das schon mal richtig gut aus und ich werde das auf jeden Fall demnächst mal als Concealer ausprobieren. Und das war es mit den Produkten. Mir hat die Box sehr gut gefallen. Ich blende euch mal hier den Gesamtwert ein. Wie gesagt, ihr bekommt auch noch 3 Ausgaben von der InStyle mit dazu. Und wenn ihr jetzt Lust habt, euch die Box zu kaufen, schaut in die Infobox, da habe ich euch alles verlinkt. Nutzt gerne den Code FFSPRING fürs Halbjahres- oder Jahresabo. Da könnt ihr 50% auf die erste Box sparen. Oder den Code FFSPRING25, wenn ihr ein flexibles Abo auswählt. Wenn ihr die Box gewinnen wollt, schreibt mir gerne, was war euer Lieblingsprodukt und nutzt gerne den Hashtag InStyle und schon wandert ihr in den Lostopf. Ich drücke euch die Däumchen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns nächstes Mal wiedersehen. Hier gibt es nochmal 2 meiner letzten Videos. Hier könnt ihr abonnieren. Und dann sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.